Hallo an alle mit Sternzeichen Wassermann und Aszendent Wassermann. Willkommen zu der Woche vom 10. bis 16. November. Liebe Wassermänner, die Ballung der Planeten, insbesondere im Zeichen Skorpion, wird Sie in dieser Woche weiterhin beeinflussen. Sonne, Venus und Saturn befinden sich im Zeichen Skorpion. Am 9. November ist der Merkur erneut in das Zeichen Skorpion übergegangen und wird bis zum 28. November dort bleiben. All diese Planeten befinden sich in Ihrem Haus der Karriere. In dieser Zeit des Jahres werden wirklich sehr viele Belange bezüglich Ihrer Karriere an Ihrer Tagesordnung stehen. Die Vereinigung des Saturns mit der Venus am 13. November deutet darauf hin, dass einige Themen, an denen Sie seit längerem arbeiten und sich Mühe geben, Gewissheit erlangen. Die Vereinigung von Venus und Saturn wird langfristige Strukturierungen an den Tag bringen. Sie werden einige Ihrer Absichten realisieren können. Das Fortschreiten vom Mond im Zeichen Löwe am 14., dessen Kontakte mit Venus und Saturn sowie dessen Vereinigung mit dem Jupiter deuten insbesondere darauf hin, dass Sie Ihre Karriereziele hinsichtlich Beziehungen und geschäftlichen Kooperationen erreichen werden. Natürlich werden auch Ihre Verantwortungen aufgrund des Saturns ansteigen. Jedoch werden Sie sich möglicherweise mit diesen Verantwortungen langfristig stärker in Sicherheit fühlen, meine lieben Wassermänner. Der Mond wird sich am Wochenanfang in den ersten 3 Tagen im Zeichen Krebs befinden. Das Fortschreiten vom Jupiter und Mond im Zeichen Löwe wird nach dem 14. November in Ihrem täglichen Leben, Ihrer Routine, während Sie sich mit Ihrer Arbeit oder im Office beschäftigen, dafür sorgen, dass Sie hinsichtlich Zweierbeziehungen mehr Glück haben und fröhlicher sein werden. Ihr Lebenspartner sowie Geschäftspartner oder einige Besprechungen hinsichtlich Kooperationen und geschäftlichen Partnerschaften werden am Wochenende Priorität für Sie haben, meine lieben Wassermänner. Bitte vergessen Sie bloß nicht, auch das Video Ihres Aszendenten unbedingt zu verfolgen. Machen Sie es gut, bis bald.